Wie kommt man auf die Idee, einem Weg zu folgen, der fast 300 Kilometer lang ist? Bei mir ist es der Fall, dass ein Tumor am Hirnstamm schuld daran ist. 2009 hatte ich eine schwere OP, 3 Monate Intensivstation, langer Kampf, raus aus der Prognose, Pflegefall, viele Jahre Fahrrad gefahren. Extrem bis hin zu einer Weltreise auf einem Rad, 1,5 Jahre lang, alles nachzulesen auf meiner Webseite oder in meinem Buch. Ja, und jetzt habe ich festgestellt, ich bin jetzt seit vielen Jahren mit dem Rad super unterwegs, aber meine Laufkünste sind immer noch sehr schlecht, weil ich durch den Tumor, von dem noch die Hälfte in meinem Hirn ist, einige Einschränkungen habe. Und dadurch das Laufen echt noch eine Schwierigkeit ist. Ich will es jetzt mehr trainieren, hab Großes vor und der Kammweg ist mein erster Schritt in ein wieder verrücktes Leben. Ja. Ich nehme euch mit, sehr gerne und kann nur sagen, willkommen in meiner Welt. Bis dann, tschüss. Auf dem Weg zum Geisingturm. Das wäre Geising ohne den Geisingturm. Wie war eben oben? Ich glaube, 80 Stufen gezählt zu haben, aber ich habe mich oben irgendwo vertan. Kann sein, dass es ein bisschen weniger ist. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall eine coole Aussicht. Wenn man hier ist, sollte man hochgehen. Kostet, glaube ich, 1,50 € Eintritt. Also nicht die Welt. Ich denke, man unterstützt das damit hier ganz, das Ganze ein bisschen. Und warum nicht? Runterwärts vom Geisingturm. Hoch war anstrengend. Und für mich wahrscheinlich andere grinsen darüber. Aber runter ist tausendmal schwerer mit meinen Laufkünsten. Aber ich bin dabei. Bis jetzt alles gut. Aber ich habe ja noch nicht wirklich viel gemacht. Wir werden sehen, wir werden sehen. Warm, schwül, besser schwül. Das ist jetzt, wenn es jetzt gleich anfängt zu regnen, zwischendurch tropfelt es auch mal. Aber ich denke, es wird nicht regnen. Ich hoffe, es wird nicht regnen. Ja, schwül. Das
steht genau das, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe. Jedes Mal, wenn ich runter muss irgendwo, wegen dem Hotel, wegen der Übernachtung, dann renne ich natürlich wieder ins Tal. Ich bin jetzt hier schön oben, wartet mal, ich drehe mal um. Zack. Und da hinten jetzt wieder runter. Tja, da werde ich mich wohl die nächsten Tage dran gewöhnen müssen, dass ich hier ständig zum Abend nochmal runter muss und zum Morgen hoch. Das hat mich schon beim Fahrradfahren genervt, wenn ich irgendwo in irgendwelchen Tälern mal übernachtet habe. Naja, nur ist es so. Schöner Weg, rechts hier ist ein kleiner Bach, rechts und links. Ich bin noch nicht wieder doof auf dem Kammweg, aber ich komme demnächst drauf. Also das heißt, mein Hotel, was ich hier gefunden habe, rausgesucht habe, ist ja nicht so weit ab von meiner Strecke. Das wäre erfreulich, weil ja, ich schon dachte, ich bin völlig in eine andere Richtung unterwegs und muss noch viele Kilometer wieder ranholen.